Wir haben hier den BMW 545e xDrive. Peugeot 508 TSE. Gut, let's go. Von daher seid gespannt. 3, 2, 1, go. Liebe Sophia, heute Plug-in-Hybride. Zwei Stück haben wir mitgebracht. Yes. Wir haben hier den BMW 545e xDrive. Wir haben hier 394 PS und er liegt knapp über 70.000 Euro vom Basispreis her. Peugeot 508 PSE, Peugeot Sport Engineered. Ich bin allerdings motortechnisch haushoch unterlegen. 1,6 Liter Vierzylinder gegenüber 3 Liter Sechszylinder, BMW halt. Aber Systemleistung auch hier 360 PS. Ja. Basispreis knapp über 70.000 Euro. Diejenigen, die einfach keinen Bock auf einen Vollelektroauto haben, haben natürlich mit einem Plug-in-Hybrid den Vorteil, wenn die Batterie mal leer ist, fährt das Ding auf Sprit einfach weiter. Der Nachteil von einem Plug-in-Hybrid ist natürlich, es ist halt kein Vollelektro und es ist halt auch kein Benziner, sondern es ist einfach eine Mischung. Das heißt, das Ding kann beides, performt aber nur so richtig, wenn sowohl Benzin drin ist, als auch der Akku voll ist. Für jemanden, der gezielt jeden Tag die gleichen Strecken fährt, das heißt, wenn eine Mutter ihr Kind zum Kindergarten fährt, wenn ich 5 Kilometer Arbeitsweg habe und ich weiß, ich habe dort eine Zapfsäule. Für solche Leute ist natürlich ein Hybrid perfekt. Wir sind heute das Grip-Test-Team. Das heißt, wir werden zusammen beide Autos testen. Was machen wir? Wir haben 3 Challenges dabei. Wir fangen mit dem Elektro-Check an. Und zwar haben die Hersteller uns gewisse Reichweiten angegeben, wie weit wir rein elektrisch kommen. Und das werden wir testen in der ersten Challenge. Also ich werde fahren. Erst im BMW, dann im Peugeot. Ich beschleunige ganz sanft. Was sagt die Anzeige? 12 Kilometer. Ja, da bin ich wirklich gespannt, was gleich passiert. Dann Thema Preis-Leistungs-Challenge Nummer 2. Wir müssen gucken, welche Preis-Leistung ist besser? Wo steckt vielleicht die bessere Basisausstattung drin? Was haben die beiden Autos überhaupt in der Serie? Und was kostet wie viel Aufpreis? Und die letzte Challenge ist natürlich die Challenge, auf die ich mich am meisten freue. Denn es ist die schnelle Runde, aber auf eine Art und Weise, wie sie davor bei Grip noch nie war. Von daher seid gespannt. Da merkt man die Rennfahrerin hier. Ich bin echt gespannt, welche der beiden Plug-in-Hybride hier am Ende das Grip-Battle für sich entscheiden wird. Ich würde sagen, jetzt geht's erstmal los mit dem BMW. Machen wir. Gut, let's go. Der Platzhirsch ist der BMW 545e xDrive. Wir haben hier einen 6-Zylinder-Motor verbaut mit einem Elektromotor. Die maximale Systemleistung liegt bei 394 PS und von 0 auf 100 beschleunigt er 4,6 Sekunden. Das Auto kostet im Basispreis 72.050 Euro. Wir müssen hier einfach auf Electric drücken. Okay, also erstmal nur maximal elektrisches Fahren. E-Drive. Bei Challenge 1 geht es ja um die rein elektrische Reichweite. Die Hersteller haben uns gewisse Reichweiten angegeben. Beim BMW haben wir den Mittelwert genommen, und zwar sind das 53 Kilometer. Beim Peugeot sind es 55 Kilometer. Ich werde jetzt die Autos nacheinander fahren, rein elektrisch mit dem Philipp neben mir sitzend. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wir wollen ja mit beiden Autos genau die gleiche Route fahren. Ja. Also dann müssen wir natürlich bei beiden Autos auch unsere Komfortsysteme gleich haben. Ja. Ich brauche auf jeden Fall jetzt hier erstmal volles Programm Sitzheizung. Da unten haben wir das. Soll ich die bei dir auch gleich anmachen? Ja, gerne. Popoheizung ist immer so. Also, wir halten fest 23 Grad und Sitzheizung auf alles, was geht. Und wir haben 7 Grad Außentemperatur und wir sind vollgeladen. Es ist kalt. Das heißt, wir brauchen Strom, um die Batterien aufzuheizen, weil die Batterien haben nur ihre volle Leistung auf Betriebstemperatur. Jeder kennt das vom Telefon beim Skifahren. Du ziehst es aus der Tasche raus und der Akku ist gefühlt schon wieder leer. Batterien brauchen einfach Temperatur. Zusätzlich haben wir Verbraucher an wie Sitzheizung, Heizung im Innenraum muss auch irgendwie geheizt werden. Normalerweise passiert das über den Benzinmotor, weil der Wärme abgibt. Der läuft jetzt aber nicht. Das heißt, wir müssen den Innenraum über Strom heizen. Das heißt, meine Vermutung ist, dass wir nicht im Ansatz die Reichweite schaffen, wie der Hersteller vorgibt. Wenn ich Gas gebe, ist ja alles okay, außer wenn ich nur wenig Gas gebe. Aber sobald ich nur vom Gas gehe, ich bremse nicht mal, wie der rekuperiert und wie der gleich abbremst, also die Motorbremse. Ja, das geht ja auch voll auf Charge, ja. Krass. Kurzer Zwischenstand. Mhm. Wir haben 6,3 Kilometer geschafft. Sind gestartet mit 29 Kilometer? Ja, wir sind gestartet mit 30 Kilometer aus dem Stand. Dann hatten wir direkt 29 Kilometer und
haben jetzt nur noch 22 Kilometer Restreichweite. Also er rechnet das schon fair runter. Ja. Wobei man ja auch wieder sagen muss, wir fahren im Moment einfach 50. Dementsprechend, ich bin gespannt, sobald wir mal irgendwie auf Landstraße oder Autobahn, wenn du einfach auch mal schneller unterwegs bist, wie schnell dann die Restreichweite runtergeht. Voll drauf. Ab auf Autobahn, jetzt wird's gespannt. Wir sind von 70 km/h. Ey. Das ist echt voll? Ich stehe voll drauf. Uiuiui. Das ist ja wirklich hier fast so also wie mit Anhänger fahren. Wir fahren 100. Also das ist krass. Also dann, Das kommt, jetzt habe ich nochmal hier einen Kickdown. Aber jetzt hat er auf Hybrid umgeschaltet. Ja, genau. Jetzt ist das wollen wir nicht. Wir hatten eigentlich vor, diese 130 auf der Autobahn zu fahren. Das geht aber nicht, da lässt er uns gar nicht mehr rein. So sind wir jetzt maximal elektrisch fahren. So, jetzt probieren wir nochmal, ob wir heute auf die 130 kommen. Ich mache jetzt auf jeden Fall keinen Kickdown mehr, beziehungsweise ich drücke nicht mehr durch. Wir wissen nicht, ob es durch den Kickdown war. Du hast komplett Pedal, wie immer, als Rennfahrerin bis auf die Autobahn getreten hier. Ja, ich bin halt langsam losgefahren aus der Autobahn, aber nachdem es so langsam war, dachte ich mir, okay, ich gehe jetzt einmal voll drauf. Und dann ist halt wie, wenn ein Auto normal runterschaltet nochmal. Ne? Und nachdem dann auch noch nichts kam, hast du den Fuß auf der Autobahn gehabt. Okay. Und dann hat der automatisch in Hybrid geschalten. Das heißt, wir sind leider gerade 900 Meter nicht elektrisch gefahren, aber selbst das zeigt die Anzeige sogar an. Finde ich sogar ganz cool. Also lasst euch nicht verwirren, wenn da jetzt gerade zwei Zahlen stehen. Es ist einmal leider der 3-Liter-Motor angegangen. Okay, also wir fahren jetzt 130. Das ist jetzt all in? Nee, also er würde noch beschleunigen, ne? Er wird noch beschleunigen. Ich beschleunige ganz sanft. Okay, ja, dann bleiben wir bei 130, damit wir einen Vergleichswert haben. Aber ich muss sagen, ich hätte gedacht, dass es doch auf der Autobahn schneller runtergeht von der Reichweite. Naja, also wir sind ja schon auf 12 Kilometer runter. Das ist halt einfach gemütlich. Du gleitest halt vor dich hin. Federung ist optimal. Und ja. Du sagst es, es ist eine Tonne. Wir reden hier von 2020 Kilo. Weil wir brauchen eine Batterie, wir brauchen Kabel, wir brauchen ein Powermanagement und wir brauchen Elektromotoren. Das heißt, in Summe reden wir da gegenüber einem herkömmlichen Benziner bestimmt von 300-400 Kilo Mehrgewicht, die man natürlich dann jeden Tag mit rumschleppt. Nee, aber an sich, das Auto fährt, ist super bequem. Vor allem, ich denke mal, so für lange Strecken auch, der Komfort ist definitiv gegeben. Also, wir sind jetzt 26 Kilometer unterwegs. Voll elektrisch, haben noch 3 Kilometer, jetzt wird es langsam spannend, gleich müsste der Motor angehen. Bleibt der gleich einfach stehen? Nee, der wird schon umspringen, ne? Also der wird schon mit der Leerlauf automatisch schon, von Elektro. Also ich bin gespannt, ich denke mal, der wird eine Meldung absetzen und dann umspringen. So, jetzt habe ich 0 Kilometer Restreichweite. Und jetzt? Aber noch ist er nicht an. Nee, noch ist er nicht an. Sag mal. Oder der 3 Liter Benziner ist so leise, dass man ihn gar nicht hört. Nee, im Moment sind wir noch. Nee, es müsste jetzt irgendwo gleich der Moment kommen. Sagen, das macht er gerade. Ah, jetzt Hybrid umgeschalten. Ja. Bei genau 30 Kilometer. Jetzt hört man auch so ganz leicht im Hintergrund gleich den Sechszylinder. Also wir fassen zusammen beim Losfahren, wobei eigentlich hat er ja sogar 30 gezeigt. Er hat 30 Kilometer angezeigt, als wir losgefahren sind. Ist auf 29, ist genau die 30 gekommen. Gegenüber Werksangabe 23 Kilometer Differenz. Ist viel. Ist sehr viel. Schon. Man muss aber dazu sagen, es ist heute kalt und wir sind in der Stadt gefahren, beziehungsweise in der Ortschaft und auch auf der Autobahn. Aber okay, ich würde sagen, jetzt geht's zurück zu unserer Zapfsäule, wo wir den wieder vollladen und steigen um auf den Peugeot. Mach mal. Ich glaube, Sophia, an den Anblick müssen wir uns auf jeden Fall gewöhnen. Ja, vor allem, wenn wir rein elektrisch fahren wollen. Unsere Werksangabe für dieses Auto waren 53 Kilometer. Mhm. Wir haben geschafft. Wir haben am Anfang, als wir losgefahren sind, 30 Kilometer gehabt im Display, dass wir weit kommen. Und wir haben es genau auf 30 Kilometer geschafft. Also da muss man wirklich sagen, das hat BMW echt gut hinbekommen, das genau zu berechnen. Ich würde sagen, hoffentlich ist unser Peugeot vollgeladen. Jetzt geht's mit dem weiter und mal gucken, ob wir mit dem weiterkommen. Werksangabe hier? 55 Kilometer. Also anscheinend 2 Kilometer weiter im Vergleich zum BMW. Das heißt, Ziel für diese Challenge ist es jetzt, wir müssen gucken, ob dieses Auto weiter als die 30 Kilometer kommt. Weil dann wäre der Peugeot auf jeden Fall näher an seiner Werksangabe dran. Korrekt. Los geht's. Let's go. Erstmal wieder in Stöpseln.
Der Peugeot 508 PSE ist der Herausforderer hier. Wir haben einen Vierzylindermotor mit zwei Elektromotoren verbaut, haben eine maximale Systemleistung von 360 PS, von 0 auf 100 beschleunigt er in 5,2 Sekunden und das Auto bekommt man zu einem Basispreis von 70.300 Euro. So, los geht's im Peugeot hier. Also ich muss gleich vom Einsteigen her sagen, ich höre einen Motor laufen. Das ist aus. Okay, also wir haben tatsächlich, der Start war gerade mit Benzinmotor, aber wir fahren jetzt los auf Vollelektrik. Yes. Die Batterie ist voll, aber wir haben nur eine Reichweite von 22 Kilometer. Und im Vergleich zum BMW vorher sind wir hier mit 30 Kilometer losgefahren. Also es ist schon deutlich weniger. Deutlich weniger. Jetzt muss man auch fairerweise dazu sagen, mittlerweile haben wir 16 Grad und nicht mehr 7 Grad. Ja, Außentemperatur. Es ist wärmer, was für die Akkus tendenziell besser ist und trotzdem nur 22 Kilometer. Da bin ich wirklich gespannt, was gleich passiert, wenn man hier mal so ein bisschen fährt. Dito, wir haben auf jeden Fall die Popo-Heizung wieder an und wir haben 23 Grad Heizung, damit das auch vergleichbar ist. Um den gleichen Fahrstil, sage ich mal, zu haben, werde ich beide Autos fahren, damit es auch vergleichbar ist. Von der Theorie her müsste dieses Auto in dem Elektromodus gleich deutlich stärker beschleunigen als der BMW. Das werden wir dann hoffentlich auf der Autobahn sehen, wenn wir so weit kommen, weil ich habe jetzt schon nur noch 20 Kilometer Restreichweite. Weil die Elektropower ist hier auf jeden Fall höher. Akkukapazität bei beiden Autos gleich, 12 Kilowattstunden. Was dann natürlich auch ein Grund sein kann, warum der jetzt hier noch schneller leer ist, weil wenn der natürlich mehr Elektropower hat, ist der Akku natürlich schneller leer. Aber wenn ich bremse, der rekuperiert schon auch. Mhm. Ich glaube, der BMW hat schneller rekuperiert. Ja. Der hier ein bisschen später, aber dann fast sogar doch stärker. Also ich bin ehrlich, ich glaube, das wird eine richtig knappe Nummer, außer der Peugeot setzt dann auf einmal, keine Ahnung, macht da 10 Aussprünge. Aber wir sind immer noch bei 20 Kilometer. Es geht ja gleich noch auf der Autobahn. Wir haben allerdings bei beiden Autos festgestellt, die Dinger beschleunigen eigentlich fast gar nicht mehr. Da bin ich mal gespannt, ob der hier ein bisschen... Und ich bin auch gespannt, ob, wenn ich einen Kickdown mache, das Auto wieder in Hybrid schaltet automatisch, wie am BMW. Das ist Vollgas, ja. Das ist Vollgas. Ja. Ich probiere mal Kickdown. Ja, ja, geht auch. Jetzt sind wir hier einmal wieder auf Elektro. Okay, also es war hier genauso wie bei dem BMW. Ist wahrscheinlich auch so gewollt für Momente, wo man wirklich mal beschleunigen will, Kickdown macht. Das heißt, das Pedal über diesen Punkt hinaustritt, wo es noch einmal so ein bisschen Klack unter dem Fuß macht. Bei einem Benzinmotor damals mit Automatikgetriebe, da kommt das her, würde der Motor ein oder zwei Gänge runterschalten. Hier geht der Benzinmotor an und es beschleunigt halt einfach, ne? Ist wahrscheinlich auch so ein Sicherheitsaspekt, wenn du mal einen LKW überholen willst oder so und das Ding als Elektro einfach nicht beschleunigt, dass man dann die Power hat. Kurzer Zwischenstand, was sagt die Anzeige? 12 Kilometer. So, jetzt fahren wir wieder von der Autobahn runter. Jetzt wird es spannend werden. 2 Kilometer to go und wir haben 28 Kilometer. Wir sind absolviert. Aber, wir sind wirklich ziemlich ähnlich, weil ich weiß, jetzt kommt nämlich bald die Passage, wo der BMW auf Null gesprungen war. Jetzt geht's auch noch bergauf hier. Komm schon, Peugeot, das schaffst du. Also ich meine, hier genau ist der BMW schon auf 0 Kilometer gegangen. Jetzt ist es 0 Kilometer, also ich bin gespannt, wann er umspringt. Aber er ist jetzt schon auf Null. Wir sind auf Null. Okay, krass. Jetzt sind wir im Hybridmodus. Das gibt's doch nicht. Doch. Tatsache. Genau zwischen diesen beiden Ortschaften ist auch der Peugeot eben gerade in den Hybridmodus umgestiegen. Und gefühlt fahren beide Autos wirklich auf Meter genau gleich weit. Und es ist schon extrem. Also wir sind mit zwei unterschiedlichen Autos eigentlich gleich weit gekommen. Zurück zu unserer Ladestation. Das war aber wirklich spannend, muss man schon sagen. Ja. Bei dieser Challenge ging es ja aber darum zu werten, welches Auto fährt näher an die Herstellerangabe ran. Und da muss man einfach sagen, BMW hat 53 Kilometer angegeben, Peugeot hat 55 Kilometer angegeben. Beide Autos sind gleich weit gekommen. Das heißt, BMW lag auf jeden Fall näher dran. Und genau deswegen kriegt der Punkt für diese Challenge der BMW. Korrekt. Damit steht es nach der ersten Challenge 1:0 für den Plug-in-Fünfer.
Für uns allerdings haben wir uns überlegt, ist auch wichtig, dass der BMW hat on point gesagt, du kommst 30 Kilometer. Das heißt, du fährst morgens los und weißt, ich komme 30 Kilometer. Der Peugeot ist mit 22 Kilometer ins Rennen gegangen, hat dann 30 geschafft. Und mit dieser Verlässlichkeit, finde ich einfach, hat der BMW den Punkt erst recht verdient. Ja, da stimme ich dir zu. Ich würde sagen, es geht zur nächsten Challenge, Preis-Leistung. So, ich fahre einen BMW als Münchnerin, gell? Wir sehen uns dort. Die zweite Challenge steht an und im Moment steht es 1-0 für den BMW. Nachdem wir jetzt geklärt haben, Thema Reichweite im Elektrobetrieb, müssen wir jetzt einfach nochmal auf das Thema Preis-Leistung eingehen. Ja. Weil ich glaube, die Leute, die sich so ein Hybridauto kaufen, ein Plug-in-Hybrid, die werden schon ein bisschen aufs Geld gucken, weil man will ja sparen, deswegen fährt man ja ein Hybrid. In dieser Challenge geht es um Preis-Leistung. Wir schauen, für welches Auto wir mit weniger Geld mehr ausstatten können. Das heißt, ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal bei den Basispreisen an. Ja. Unser Peugeot 508 PSE kostet in der Basis 70.300 Euro. Was sehr viel Geld ist, aber es ist der serienstärkste Peugeot, den es gibt. Der BMW hingegen, da geht es nämlich schon los, kostet schon in der Basis 72.050 Euro. Also wie viel mehr? Das sind schon mal 1.750 Euro in der Basis mehr. Ich packe jetzt einfach mal mein Spielgeld auf das Auto. Das machst du sehr schön. Jetzt müssen wir allerdings als allererstes einmal checken, was haben die beiden Autos überhaupt in der Serie und was kostet wie viel Aufpreis. Ja. Fangen wir mal an. Alarmanlage, beide Autoserie. Top. Deswegen wurde dein Geld auch nicht geklaut auf dem Weg her, ne? Weil sie beide Alarmanlage haben. Multifunktionslenkrad haben sie beide serienmäßig. Ein Navigationssystem haben sie beide serienmäßig. Jetzt gucken wir mal weiter. Wir bleiben bei Serie. Oh ja, das Wichtigste für unser Wetter hier, die Sitzheizungsserie. Damit der Popo auch schön warm ist. Nee, also die haben wir beide gehabt auf jeden Fall. Und sie hat auch bei beiden Autos sehr gut funktioniert, muss man dazu sagen. Jetzt habe ich allerdings was für dich. Jetzt kommt's. Es geht jetzt ja darum, was könnten wir überhaupt in diesem Peugeot hier reinpacken. Ja. Und da kann ich eigentlich gleich schon wieder aufhören, weil es gibt für den Peugeot wirklich fast keine Sonderausstattung. Der hat einfach serienmäßig schon alles drin. Bei dem Peugeot muss man erstmal sagen, merkt man, dass das dann doch ja schon irgendwie das Top-Modell von Peugeot ist. Aber ich würde sagen, wir kommen mal zu den Punkten, die beim BMW einfach Geld kosten, die hier serienmäßig dabei sind. Schieß los, ich habe mein Geld in der Hand. Erster Punkt, Soundsystem. Mhm. Was meiner Meinung nach extrem wichtig ist. Also ich höre sehr gerne Musik, wenn ich Auto fahre, vor allem wenn ich längere Strecken fahre. Und wenn ich dann keine gute Soundanlage im Auto habe, ey, da kriege ich die Krise. Was hörst du da so? Ja, so Charts und Pop. Und auch teilweise so alte Lieder. Mozart? Ja, voll meins. Pass auf, wir haben bei dem Hans Zimmer. bei dem Peugeot ist ein Fokal-Soundsystem serienmäßig drin, mit Lautsprecher in der Mitte vom Armatur mit, was auch wirklich nicht so häufig auf dem Markt zu finden ist. Hier haben wir eine Harman und Kardon-Anlage, die kostet 1000 Euro. Hat zwar 16 Lautsprecher, aber kostet 1000 Euro Aufpreis. Aber es geht ja, also für die Anlage geht das ja noch, also man muss halt was dazu zahlen. Nächster Punkt, eigentlich auch heutzutage wirklich ein wichtiges Feature, Thema Rückfahrkamera. Mhm. Mit 360 Grad Umsicht beim Peugeot wieder Serie. BMW 1.350 Euro. 1.350. Wobei ich dazu sagen muss, ich meine, wir sind vorher ja auch schon, mussten teilweise rangieren. Und klar, in beiden Autos ist die Rückfahrkamera verbaut. Aber bei BMW, auch wenn du was dafür extra zahlen musst, ist die Qualität schon sehr viel besser. Das heißt, der Aufpreis bei dem W ist im BMW gerechtfertigt, weil die Kamera auch viel besser ist. Ja, schon. Ergonomische Komfortsitze, elektrisch verstellbar mit Massage- und Memory-Funktion. Ja, und das ist jetzt was ganz was Cooles, denn der Peugeot hat die Massagefunktion. Und das ist echt cool. Gibt es das beim BMW überhaupt? Bei dem BMW gibt es das. Elektrisch verstellbare Sitze sind natürlich hier auch serienmäßig drin. Memory 1200 Euro, Massagefunktion 1100 Euro zusätzlich nochmal. Das heißt, da brauchen wir jetzt einmal 2300 Euro bitte. Das ist zackig. 2300 Euro. Ein letzter Punkt, den ich besonders wichtig finde, ist, wenn du dir diesen Sitz von dem Peugeot anguckst. Ja. Leder, Alcantara, Stoff, abgesetzte Nähte, es ist wirklich alles drin. Ja. Beim BMW hingegen bräuchten wir dafür 1.350 Euro Aufpreis. Boah. Damit es wirklich voll Leder Alcantara gibt. Alcantara ist schon was Schönes. Ist perfekt. Im Winter hast du keinen kalten Po.
Im Sommer ist es nicht zu heiß. Also ich glaube, wir haben hier ein eindeutiges Ergebnis. Wir können hier abbrechen. Wir können hier abbrechen, ja. Man sieht sofort, dass man wirklich viel Geld in den BMW noch investieren muss, damit wir auf das Level von dem Peugeot kommen. Und das zeigt eindeutig, dieser Punkt geht an den Peugeot. Der 508 PSE holt sich also seinen ersten Zähler im Duell der sportlichen Mittelklasse-Hybride. Und damit steht es jetzt unentschieden, also 1:1. Und jetzt geht es weiter zur dritten und letzten Challenge der schnellen Runde. Das Rennen ist noch vollkommen offen. Ja. Beide Autos können noch gewinnen. Ja. Wir testen es zusammen. Ja. Jetzt in der schnellen Runde. Ich würde sagen, lass uns zum Start fahren und alles vorbereiten. Nimm mein Geld mit. Nimm die Kohle mit, nicht, dass er wegfliegt. Als Plug-in-Hybride sind die Limos nicht für die Rennstrecke gedacht. Trotzdem, mit 394 PS Systemleistung im BMW und 360 im Peugeot hätten sie genug Power für einen Ausflug auf den Track. Was ein wunderschönes Wetter, um eine schöne Runde zu fahren hier auf dem Flugplatz. Für dich ist es doch eigentlich ganz egal, ob trocken oder nass. Also, was machen wir? Wir sind hier, um die dritte Challenge zu machen. Und zwar ist das die schnelle Runde. Wir fahren mit beiden Autos jeweils zwei Runden. Ich fahre am Anfang mit dem Sportmodus, dann steigst du in das gleiche Auto ein und fährst im Hybridmodus. Jetzt muss man am Anfang erstmal sagen, eigentlich zwei Mittelklasse-Hybriden, die sind natürlich eigentlich gar nicht dafür gemacht, hier eine schnelle Runde zu fahren. Gut. Aber wir wollen jetzt einfach testen, können sie es? Wie sportlich sind diese Autos? Was verbrauchen sie? Eigentlich ist es totaler Quatsch, eine schnelle Runde für einen Verbrauchswert zu fahren. Weil dieser Verbrauchswert ist einfach dafür vorgesehen, dass der in der Stadt gefahren wird. Das ist der Idealverbrauch des Herstellers. Wir wollten aber natürlich trotzdem Grip-like ein bisschen Action hier reinbringen. Das heißt, wir fahren eine schnelle Runde. Und am Ende gewinnt derjenige, der näher im Durchschnittsverbrauch an der Werksangabe ist. Deutsch. Werksangabe 2 Liter und 1,8 Liter. Verdammt wenig. Kommt mir auf jeden Fall, wird ein Ding der Unmachbarkeit sein auf einer schnellen Runde. Ist jetzt allerdings auch nicht Sinn und Zweck einer Herstellerangabe, dass dann so zwei, wie wir beide, kommen und eine schnelle Runde fahren. Ja, vor allem auf so einer Strecke, wo sehr viele Vollgaspassagen mit dabei sind. Also wir haben jetzt nicht so viele Kurven hier. Hier ist der Start, stehender Start, geht's los. Dann haben wir eine Rechtskurve, fahren durch einen kleinen Parcours durch und durch den Slalom. Dann haben wir da hinten einen Wendepunkt, beschleunigen durch. Mal schauen, wie hoch wir kommen, was vor Max hier sein wird. Dann haben wir wieder einen Wendepunkt und dann geht's hier ins Infield rein. Es sind noch zwei Kurven und das war die schnelle Runde in Mühldorf am Inn. Die Regeln bei der schnellen Runde sind eigentlich nur, dass Sophia im Sportmodus fährt. Ich fahre im Hybridmodus und am Ende gewinnt nicht derjenige, der die schnellere Zeit gefahren ist. Wir werden zwar eine Zeit nehmen, die nehmen wir aber wirklich nur als Referenz, weil wir selber sehen wollen, ob der Hybridmodus langsamer ist als der Sportmodus. Am Ende geht es aber wirklich nur darum, welches Auto fährt nach zwei Runden näher an den Verbrauch des Herstellers ran. Also der Hersteller gibt immer einen Verbrauchswert vor, in dem Fall 2,0 Liter der BMW, 1,8 Liter der Peugeot. Und wir gucken, welches Auto von beiden nach zwei Runden da näher dran liegt, der gewinnt. Verbrauch ist genullt, Sportmodus ist drin. Yes. Du bist bereit? Ich bin born ready. 3, 2, 1, go! So, jetzt kommt der Slalom. Oh, aber immerhin schon mal 120 km/h vorm Slalom. Gefühlt ist die Gassannahme nicht so geil. Spitzkehre. Und mal einen Schulterblick hier, nochmal gucken. Und go. Hallo. Aber wir haben tatsächlich jetzt schon 200, 210, 212. 225. Oh, da merkt man die Rennfahrerin hier. Fast Gott, getroffen, hey, den Bremspunkt. Und jetzt rekuperiert das Ding auch noch hier. Oh. Und go. Spannend, wie unterschiedlich der Hybridmodus jetzt ist. Aber es war mal eine schnelle Runde. Für die allererste Runde gar nicht so schlecht. Aber man muss dazu sagen, ESP an, das Auto regelt. Also ich hatte mehr damit gerechnet, dass im Sportmodus aus der Kurve raus, vor allem aus diesen Wendepunkten, mehr geht. Also ja, boah, bis der mal kommt und dann auch wirklich, du musst wirklich komplett gerade sein, dass das Auto durchbeschleunigt.
Aber das sind halt die Sicherheitsfeatures, ne? Die wir erstellen. Naja, okay. Steig ein. Viel interessanter ist jetzt, ob wir im Hybridmodus weniger Leistung haben. Du weißt schon, ich bin nicht so ein guter Beifahrer. Ah, macht nichts, ich mach das schon. Der Sportmodus ist dafür da, dass die gesamte Systemleistung überhaupt erstmal freigegeben wird. Das heißt, in diesem Modus ist der Verbrauch erstmal Nebensache. Das Auto soll maximal sportlich sein, soll maximal schnell sein. Das heißt, es wird keine Rücksicht irgendwie auf Rekuperation, auf Geräusche, auf Verbrauch und so weiter genommen, sondern einfach nur volle Systemleistung. Jetzt machen wir Hybrid Eco Pro, genau. Der Hybridmodus bei beiden Fahrzeugen ist dafür da, dass man eine Optimierung aus Verbrauch und Performance hat. Das heißt, die Autos beschleunigen schon noch. Das Zusammenspiel aus Benzinmotor und Elektromotor wurde so weit optimiert, dass aber am Ende der Verbrauch im Vordergrund steht. Wir haben jetzt schon einen Durchschnittswert von 41 Liter auf 100 Kilometer. Ich meine, die Angabe liegt bei 2 Liter auf 100 Kilometer. Ich bin gespannt, ob der jetzt runtergehen wird, wenn du im Hybrid fährst. Ganz runter. Bisschen vielleicht, ne? Aber ich glaube auch nicht viel. 3, 2, 1, los! Guck mal, das ist die ganze Zeit Vollgas, das macht gar nichts, ne? Okay, das ist ja schon krass. So, jetzt kommen zum Pylonen. Vor allem, das ist die ganze Zeit Vollgas. Das war eine Pylone. Ich stehe jetzt schon voll drauf. Eben. Er blinkt auch die ganze Zeit. Und wir sind im ersten Gang. 22, nee. Bremsen. Okay, let's go. Guck mal, ich stehe die ganze Zeit voll drauf. Das geht wirklich gar nicht. Jetzt erst. Wir haben einen Durchschnittswert von 42,2 Liter auf 100 Kilometer. Ich würde sagen, damit haben wir auf jeden Fall gerade bewiesen, dass zwischen Sport- und Hybridmodus kein Unterschied ist. Naja, anscheinend nicht. Also schon krass. Ich dachte, dass da ein größerer Unterschied ist. Zeit. Unglaublich, dass wir das so handgestoppt gerade hinbekommen haben. Also man muss dazu sagen, die Zeit zählt jetzt, sag ich mal, nicht in die Wertung mit rein. Wir haben das ja selber nur gemacht, weil wir es wissen wollten, ob zeitlich da ein Unterschied ist. Und einfach nur, es ist halt immer eine Referenz. Und wir können jetzt sagen, genau. Du bist 1,23,08 gefahren, ich bin 1,23,2. Ist jetzt, sagen wir mal, gleich. Das heißt, zwischen Sportmodus und Hybridmodus haben wir keinen Unterschied, Nein. Was die Sportlichkeit angeht. Korrekt. Es ging ja eigentlich auch darum, auf den Durchschnittsverbrauch zu schauen. Und wir haben ja nach dem Sportmodus einen Durchschnittsverbrauch von 41, irgendwas gehabt. Ja. Und jetzt, wie wir hier stehen, 42,2 Liter auf 100 Kilometer. Bei einer Herstellerangabe von 2,0 Liter. Korrekt. Also es sind einfach mal geschlappe 40 Liter mehr. Aber okay, ist auch wirklich nicht so gedacht. Diese Herstellerverbrauchswerte, die sind natürlich die Idealfahrt. Da wird keine schnelle Runde gefahren, da wird einfach ein bisschen über Land, ein bisschen hin und her gerollt. Ja. Aber trotzdem, 42 Liter. Also das ist so viel, das hätte ich auch nicht gedacht. Ich auch nicht, aber lass mal schauen, was ein Peugeot jetzt ist. Dir ist kalt, ne? Merkt mir ist kalt und ich will fahren. Normalerweise hätten wir jetzt natürlich, wenn es um die Zeit gegangen wäre, ESP ausgemacht. Ja, vor allem aber, im Sportmodus, aber... Genau, wir wollten jetzt hier einfach nur vergleichen, wie diese Autos fahren, beziehungsweise wie viel sie verbrauchen. Und der Normalo auf der Straße wird das ESP auch anlassen. Ja, gut. Bist du ready? Yes. Okay, 3, 2, 1, go! Hallo, wieso schaltest du jetzt, Kollege? Oh, er schaltet auf jeden Fall mal runter. Und komm schon. Gefühlt vom linken. Ey, auch unten raus. Ist besser, ne? Viel besser. 140, 50. Aber erst tatsächlich langsamer, würde ich schon sagen. Jetzt haben wir 200, 205, 211. Wir waren auf der Geraden einen Tucken langsamer, 211. Der schaltet automatisch unten rum. Das mag ich gar nicht. Oh. Nochmal nachdrücken. Und ja, das wollte er einmal nicht. Meine Vermutung ist,
Er ist eben gerade nicht drauf klargekommen. Wir sind einmal rechts mit dem Rad ins Grüne gekommen. Wahrscheinlich. Und da hat er so nicht gewusst, was er machen sollte, dass wir da einmal ins Regeln gekommen sind. Ja. Also ich bin sehr positiv überrascht von dem Peugeot, was die Sportlichkeit etc. angeht, also vom Fahrverhalten. Es macht viel mehr Spaß. Was ja auch die Zeit wiederum zeigt. 1:22.07, eine Sekunde schneller als der BMW. Und das, obwohl der schon schwächer auf der Brust ist. Aber man kann definitiv sagen, der Peugeot ist sportlicher, ist schneller, ist verbrauchsarmer. Wir haben einen Durchschnittsverbrauch von 30 Liter auf 100 Kilometer. Was schon eine krasse Differenz zu 42,2 ist, muss man auch einfach mal so sagen. Extrem. Aber jetzt bin ich gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass der jetzt im Hybridmodus gleich ein bisschen abkackt und auf jeden Fall ein bisschen langsamer wird. Aber ich würde sagen, lass dich lange im Regen stehen hier. Vom Fahren her macht es viel Spaß. 3, 2, 1, los! Oh, da fährt er tatsächlich als Elektro los. ESP an. Er ist auch ein bisschen hecklastiger, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Oh Gott! Oh. Also ich würde auch sagen, die Bremse hier ist griffiger. So, und los geht's. So, ich weiß, du bist so Ich will da gar nicht hinschauen. Du bist so 2 Piep gefahren. Die Bremse ist... Ja, okay, gut. So vom Einlenken und allem finde ich schon cool. Ah, guck, du hast gleich auch gehabt. Aber nicht ganz so extrem. Nicht ganz so stark, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da auch keinen Unterschied gemerkt. Krass, gell? Zwischen Sport und Hybrid. Nein. Fast gleiche Zeit. Also ich würde sagen, wir können bei beiden Autos definitiv sagen, egal ob Sport oder Hybrid, sie fahren gleich, wenn man Vollgas gibt. Jetzt geht es bei dieser Challenge allerdings darum, welches der beiden Autos fährt näher an den Herstellerverbrauch ran. Ja. Das heißt, wir können einfach nur das nehmen, was auf dem Bordcomputer steht. Ja. Der Peugeot 30,0 Liter. Wir sind uns hierbei nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich der Verbrauch war oder der Bordcomputer einfach nicht mehr anzeigt. Bei dem BMW 42,2 Liter. Das heißt, in diesem Fall geht der Punkt an den Peugeot. Der Peugeot hat mir vom Fahren her auch einfach viel besser gefallen. Vor allem, was jetzt den Sportmodus angeht. Das Auto ist 100 Kilo leichter. Man merkt es meiner Meinung nach extrem. Egal, ob du weniger Untersteuern hast im Vergleich zum BMW. In dieser Challenge brennt mein Herz irgendwie für den Peugeot. Okay, ein Punkt für den Peugeot. Das heißt, wir kommen zum Endergebnis. 2:1 für den Peugeot. Und der Peugeot hat das Duell der Plug-in-Hybride für sich entschieden. Wir als Grip-Test-Team müssen uns jetzt leider trennen, weil jeder kann nur mit einem Auto nach Hause fahren. Vielen Dank. Ich nehme den Peugeot. Tschüssi. Ich nehme den Peugeot. Ich denke mal, das ist nicht so schlimm, wenn du als Bayer nimmst ja eh lieber den BMW. Weißt du? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da und abonniert den Kanal, damit ihr auch kein Video mehr verpasst. Wenn du noch Lust hast auf ein weiteres Video, dann zieh dir auf jeden Fall noch das Video der letzten Clip-Folge hier rein. Und wenn dir das Video gerade mega Spaß gemacht hat, dann könnte dir das hier auch gefallen.